La 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 la. Komm, einfach schlafen gehen. Wach halten, das machen nur Amateure. Ja, weiter reisen. Ein kleiner Pfad, Speilberg. Die Archiasma besch. Achso, das ist mir der, die Höhle, was. Ja, komm. Ja. Oh. Bin ich doch woanders gelandet jetzt? Auf der rückwärtigen Seite des Berges hält der Pfad auf ein kleines Wäldchen zu. Als sie näher kommt, entdeckt ihr ein paar Mauerreste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon war. Muss eigentlich. Klar, das muss. Das ist die Ruine des Schwarzmagiers oder so? Ja, die ist das. Okay. Krass, das ist ja das zusammen mit der Schatztür von das Putter im Prinzip auf dem gleichen Weg. Ulkig. So, abgekürzt. So muss es sein. So gefällt mir das. Da können wir auch endlich speichern gehen. So ganz regulär, ohne AP-Verlust. Auch echte blöde Erfindung, dass Speichern AP-Punkte kostet. Ich meine, es ist halt nur einer, aber... Trotzdem ist es ein Kampf letztendlich. Ne? Das ist nicht spaßig. Das ist ganz doll unlustig sogar. Das geht so nicht. Liebe Leute. Das ist nicht in Ordnung. So. Du darfst mal eben jagen und wassern. Sehr schön. Ein bisschen erholen. Oh nein, ein Löwe! Angriff! Böser Löwe! Mach Platz! Mietz, mietz! Hau ihm! Auf die Schnauze. 9 Punkte bloß? Hat er seinen Kraftbonus verloren oder irgendwo viel mehr Schaden gemacht? Muss ich mal gleich im Inventar checken. Das ist ja echt ein Ding, du. Weiter reisen. Ab in die Piratenhöhle. Ach, ich bin schon da. Bin nämlich kurz vorher gewesen eigentlich. Ach, er hat gar keinen Körper gehabt. Habe ich es generell irgendwie nicht gemacht gehabt, oder? Das kommt mir doch arg wunderlich vor. Oder der erst zum Schluss... Nee. Er hat auch nicht jetzt den Level-Up-Dingens gehabt. Hm. Komm, mein Freund. Lass dir helfen. Aber er hat ja trotzdem 7 Bewegungspunkte, obwohl er hier vollgestopft ist mit dem ganzen Zeug, ist ja Wahnsinn. Mit dem normalen, regulären Körperkraftwert, den er hat, das ist ja schön. Da, 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 da. So, ich würde sagen... 37 ist okay, ne? Zack. Wunderschön. Wunder, wunderschön. So. Hier kann ich ja eh wieder nichts, außer auf die Schnauze hauen oder bekommen, wenn ich Pech habe. Das brauche ich nicht. Habe ich genug gehabt heute. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt exakt lang gehen will. Ich habe ja prinzipiell... Ach, Quatsch. Ach, Mist. Ich habe ja prinzipiell... Ja, ist ja gut. Die Karte soweit zusammen. Für die Höhle. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch direkt das Schwert und Größte weiterziehen. Ah, das Schwert Grimmring, also die Höhle und so, wo es versteckt ist, finden und bla bla bla. Und ich glaube, es war ganz rechts an der Karte über den Schleichpfad, den ich jetzt aber gar nicht unbedingt gehen möchte. Weil ich auch nicht genau weiß, ob es wirklich stimmt. Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, ob das das war. Also gehe ich jetzt mal ganz normal nach Fexkehr, wie ich es vorhatte und... Orientiere mich gegebenenfalls von da aus weiter. Beziehungsweise, bis ich da bin, könnte das Let's Play auch schon wieder zu Ende sein für heute. Nein, ich will... Ja, okay. Also, Upadafirion? Nix gut. Also mal gucken, was wir heute noch tatsächlich schaffen. Ich weiß auf jeden Fall, das Einhorn ist ja da oben auch am See, wo ich noch hin wollte. Ja, komm. Ah, komm, lecker, lecker. Lecker, lecker. Weiterreisen. Mist. Ich hatte gehofft, ich bin dann sofort da. Schade. Da, da, da. Oh nein, Orkse. 4 Stückse. Auf die Schnauze von den Orksen, komm. Naja, jedenfalls, das Einhorn sollte mir ja auch noch, wenn ich mich nicht täusche, Kartstücke bescheren. Ganz random irgendwie, also passt es ja doppelt. Dann habe ich die sichere Seite, habe noch ein Kartstück extra, dann fehlt nur noch eins. Und es reicht ja jetzt schon, soweit ich weiß, dass ich das finden kann, wie gesagt. Aber dann auf jeden Fall.
Und dann gehe ich zum Einsiedlersee hoch und mache dies und das. Und danach werde ich nochmal auch nochmal genau gucken, wo ich jetzt hin müsste, was jetzt noch zu tun ist. Und ja. Aber ich glaube, es ist eben nur noch das. Das Schwert holen. Dann brauche ich noch den Angriffsplan der Orks. Ich glaube, es war eine Orkhöhle. Wo genau die ist da oben, weiß ich nicht. Muss ich halt auch noch rausfinden. Und dann kann ich mich losmachen. Zum Orklager und den Orkchef besiegen. Das ist nicht mehr lange hin, tatsächlich. Also ich bin optimistisch, dass wir das Spiel in den nächsten 2, 3, vielleicht 4 Aufnahmesessions dann zu Ende bekommen. Und dann habe ich endlich mal wieder ein Let's Play geschafft. Aber, was heißt geschafft? Dann geht es ja immer noch weiter mit Sternschweif. Also, ich wollte gerade sagen, ich habe ja gar kein Let's Play für danach, aber hahaha, doch, ja klar, habe ich ja. Oh Mann. Aber ich räume mir die Option ein, eventuell nach Schicksalsklinge eine kurze Pause zu machen. Von der Nordland-Trilogie und mal was anderes zu spielen. Also was nicht RPG, weil ich habe momentan Assassin's Creed und ich habe das hier. Und dann habe ich ja immer noch ein anderes Let's Play, was ja auch als Biomutant jetzt endlich Dingens ist. Ein RPG. Und das ist ja auch alles so RPG-lastig gerade aktuell. Das ist, ich meine, ich liebe RPGs, aber ein bisschen mehr Vielfalt wäre mal auch wieder ganz nett. Und ich wollte ja eigentlich die Star Trek-Spiele einschieben. Beziehungsweise dafür auch Valhalla pausieren. Aber die sind immer noch nicht verfügbar auf Good Old Games. Also kein Plan, wie lange es noch dauern mag. Ich schätze mal nicht mehr dieses Jahr. Und von der Warte her muss ich halt mal gucken, was ich stattdessen mache. Ich meine, ich habe immer noch genug Sachen theoretisch, die ich machen wollen würde. Jurassic World 2 zum Beispiel ist auch schon draußen. Das habe ich wieder mal nicht auf dem Schirm gehabt. Und da ich Teil 1 gespielt habe, wäre mal Teil 2 auch wieder ganz geil. Und auch wieder was relativ anderes. Alter, ist das bunt hier. Was ist hier nicht richtig? War es immer schon so? Achso, ich bin Torwahl. Klar, da muss ich noch Mühe gegeben. Aber war es immer schon so bunt, meine Güte. Das erschlägt einen ja regelrecht. Tempel war hier, oder? Ja, auch mal, ich kenne das sogar noch. Wie lange das her ist, und trotzdem weiß ich das, ich bin beeindruckt von mir selbst. Wo ich doch sonst so ein recht bescheidenes Gedächtnis habe, möchte ich meinen. Ist gerade Markt zufälligerweise. Markt? Hier war schon mal keiner. Mach ich mir auch noch mal Chance auf den Markt? Nein, kein Markt. Dann muss ich mir so einen Waffenhändler suchen. Ah, weniger bunt, schön. Ich weiß noch nicht, wo es ein Waffenhändler war. Ah. Muss ich alle nach und nach abgrasen, hilft ja nichts. Und falsch. War ja klar. Dam, dadaldam, dam, dam. Nächste Ecke. Dam, da, dü und dam. Ach, Mann, oh. Sei ein Waffenschmied. Och. Ich glaube, das war keiner. Aber es war ja Quatsch, ich wollte keinen Waffenschmied haben. Ich wollte ja. Bin ich gerade gegangen? Nein, oder? Nee. Ich wollte ja gar keinen Waffenschmied haben. Ich wäre ein Waffenhändler. So ein. Nehmen wir. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Rapier. Rapier, ja, das war's. Vergiftet behalte ich drin, weil vergiftet und so. Für eine einmalige Anwendung. Wenn ich mich nicht täusche. Aber hey. Für Notfall. Das da kann weg. Der Schuppenpanzer. Da, 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 da. Ich glaube, mehr kann ich schon wieder nicht verkaufen, oder? Beim Waffenhändler. Ja, echt schwächer sitzen können eigentlich dann, als egal. Nee, scheint mir echt schon wieder alles zu sein. Hm. Ich bin echt froh über diese unzerbrechliche Orknase. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was ich ihm geben will. Das ist so herrlich. Ja, komm hier. Zack. Achso, habe ich jetzt verkauft? Ja. Ja, habe ich. Da hat er gehabt. Nein, nichts, aber. Danke, Ende aus. Tja, das war nicht viel. Ich jetzt echt wegspeise ich stattdessen, weil Geld habe ich ja. Aber nun ja. Nun ja. Von irgendwoher fliegt ein urplötzlicher blablabla Pferdemist. Das ist schön. Richtig herrlich. Das ist doch eine tolle Sache. Ja, liebe Leute, ich bin wieder ein Torwahl. Hier werden wieder Pferdeäpfel geschmissen. Ist schön. Richtig zivilisiert.
Taverne. Nein, Quatsch. Aber so ist es halt in Großstädten, da ist auch die Armut und so und der Sumpf am größten, ne? Auf dem Dorf hast du keine Penner. So wie die hier. So ist es halt. Ja. Also du hast auch Assis da, also Leute, die ja doof sind. Ach, hier ist es ein Markt oder was? Das will ich natürlich nicht sagen, wenn du hast überall Menschen, da hast du auch entsprechend überall Idioten dabei. Das ist leider traurige Wahrheit. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein bisschen die Faulheit der Programmierer, denn ich habe, glaube ich, tatsächlich in keiner anderen Stadt außer hier solche Events gehabt bisher. Ich schätze mal, in Fexcare werde ich sowas auch mal erleben, wenn ich da lang stolziere. Aber im Großen und Ganzen gibt es das ja tatsächlich nur hier bisher. Wie gesagt, lässt sich natürlich irgendwo rechtfertigen mit der Sache, die ich gerade gesagt habe. Toll. Ja, vielen Dank. Aber hätte man natürlich trotzdem ruhig machen können, ne? Hier wieder so ein paar kleine Events einstreuen. Wäre aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie es damals war, programmiertechnisch jetzt nicht so der Aufwand gewesen. Hätte aber sonst ein bisschen mehr Würze verliehen. Was ist hier los? Wäre das schon nicht schlecht gewesen, so. Aber ist egal. Meine Güte, daran werde ich mich jetzt nicht hochziehen. Und ihr euch bitte auch nicht. Ihr sowieso nicht. Ich spiele das Spiel ja gar nicht. Ich habe ja kein Recht, da hochzuziehen. So. Ätsche. Nee. Doch. Nee, was? Ich wollte nicht Fähre fahren. Ich wollte nach oben weiter wandern. Hm. So klein und doch verlaufen. Das ist unglaublich. Flop. Gleich weiter marschieren. Hier wollen wir nichts. Eine reine Durchgangsstadt hier. Und gute Nacht. Ja, ja, schon klar. Das finde ich auch ganz nett im Nachfolger. Da kann man einfach sagen, wollt ihr rasten oder wollt ihr noch ein bisschen weiter reisen, wenn es dunkel wird? Und dann kann man ein bisschen weiter reisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das entsprechend dann längere Reise hat als das hier. Oder ob das aber nur kommt, bevor regulär sowieso Bettzeit wäre. Aber man hat das Gefühl auf jeden Fall, dass man dann ein bisschen länger reisen kann. Und man muss eh nicht die ganze komplette Nacht ruhig schlafen. Das geht auch wunderbar, wenn man es nur so halb macht. Also jetzt lebenstechnisch und so zum Regenerieren, das reicht völlig aus insgesamt. Denke ich. Oder habe ich bisher mal das Gefühl gehabt. Daher schon ganz cool, wenn es dann nachher ein bisschen besser vonstatten geht. Und generell, wenn ich gerade so an Sternscheif denke, habe ich schon Bock, das zu spielen, weil es ja dann nochmal irgendwie eine Upgrade-Erfahrung ist zu Schicksalsklinge. Oh, Idiot. Das steht eigentlich außer Frage. Und bezüglich der Pause, die ich eben gerade erwähnt habe, die ich vielleicht machen wollen würde. Ich würde sagen, wenn ich Schicksalsklinge fertig habe, mache ich auf jeden Fall noch die erste Pilotfolge auf jeden Fall von Sternschweif. Und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Damit ich selbst und auch ihr den direkten Vergleich damit wir den direkten Vergleich haben als ein Vorgänger, weil das Spiel ist natürlich trotzdem uralt und sieht trotzdem nicht gut aus und hat trotzdem keine krassen Features. Das fällt aber dann trotzdem halbwegs auf, dass es ein neuerer, besserer Teil ist, wenn man das halt im direkten Zeitraum danach nochmal spielt. Und das würde ich gerne mir als auch euch so servieren. Deswegen wäre es schon ganz sinnig, das so zu machen. Aber wenn dann wiederum ewig Zeit dazwischen liegt, den beiden LSPs, dann vergisst man schon, wie es gewesen ist, nehme ich an. Und das muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, ich hätte gerne die Erfahrung. Und deswegen tendiere ich aktuell definitiv dazu, das dann so zu machen. Erstmal die Pilotfolge, wenn es mir doch richtig Spaß macht, doch ein bisschen mehr als die Pilotfolge von Sternschweif. Und danach Pause. Aber auch nur, weil ich dann ein schwächstes Let's Play als Alternative habe natürlich. Sonst ist das auch Quatsch. Wobei es vielleicht auch nicht ganz verkehrt wäre, nur zwei Let's Plays laufen zu lassen momentan, weil ich habe eh plus eins pro Tag. Also so gesehen ist es ja auch kein großer Unterschied irgendwie. Muss ich dann gucken. Muss ich gucken. Und wer weiß. Wenn ich Glück habe, ist dann doch irgendwie Star Trek Armada draußen spontan. Was? Ich komme nach Warnheim? Oh. Heißt das, ich hätte nicht den ganzen Weg laufen müssen, hätte direkt von Warnheim auch hier hinkommen können? Was ist das denn für ein Mist?
Nur mit doch rollen wollt ihr mich doch. Ah, so ein Dreck.